Gewinn für den Unterricht und der gesamten Region. Mit der neuen Schulmetzgerei an der landwirtschaftlichen Lernstadt Lienz wird ein praxisnaher Unterricht für Schülerinnen weiterhin verbessert. In Beisein von Bundesminister Norbert Totschnig und Landeshauptmannstellvertreter Josef Geisler wurde heute der Neubau am Freitag feierlich eröffnet. Die Gesamtkosten des Projekts belaufen sich auf rund 2,4 Millionen Euro und werden zur Gänze vom Landesbudget gedeckt. Der Stadtpfarrer Franz Treuer segnete die neue Schulmetzgerei. Der Neubau punktet auch in Sachen Nachhaltigkeit. Durch die Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der Metzgerei konnte in Kombination mit weiteren Anlagen an der LLA Lienz insgesamt 160 Kilowatt Strom im Jahr erzeugt werden. Besonders erfreulich ist zudem das zusätzliche Platzangebot. Schließlich wird die Schulmetzgerei mehrmals die Woche für einen fachpraktischen Unterricht genutzt. Der Neubau ermöglicht es, dass die Produktionsveredelung nun unter perfekten Bedingungen von Schülerinnen und Schülern erlernt werden kann, erklärt der Direktor der LLA Lienz Markus Einhauer. Über 250 Schafe, Rinder, Schweine und Ziegen werden alljährlich alleine an der LLA Lienz geschlachtet, zerlegt und verarbeitet.